Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Sensweise ist mal wieder am Start. Heute haben wir was Besonderes, was ich wieder mal gefunden habe und so auf jeden Fall noch nicht gekannt habe, wie ihr vielleicht im Titelbild schon gesehen habt. Handelt es sich um eine kleine Pizza, die 1,50 kostet, beim Netto erhältlich und sie heißt Billy's Snack. Billy's Snack mit Pepperoni, unten natürlich die wundervolle schwedische Fahne und würde also beinhalten, so dass diese Pizza aus Schweden kommt. Ich habe sie so auf jeden Fall noch nie gesehen. Ich habe auch, glaube ich, noch nie eine schwedische Pizza gegessen, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was da abgeht. Aber Pepperoni soll drauf sein und der Nummer 1 Snack da. So, wir gucken mal eben kurz hier hinten drauf, was da drauf steht, was da irgendwie drin ist. Käse, Wasser, Tomatenmark, Peperoni, Schweinefleisch, Schweinefett, ja, Knoblauch, Zwiebel, Cayennepfeffer und Rapsöl, Paprika, sogar Zucker, Raucharoma. Also im Prinzip hört sich das gar nicht mal so schlecht an. Hier steht noch Tipp, lecker und locker in der Mikrowelle, knusprig in einer Minute. Kann man also da reinschmeißen. Ich habe es aber nicht in die Mikrowelle getan. Nein, ich habe es, wie es hier steht, 10 Minuten bei 150 Grad im Ofen gemacht. Fand ich auch ein bisschen besser. Dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Farbe und ist ein bisschen was knuspriger. Problem ist nur, dass momentan noch ein bisschen was heiß ist. Wie gesagt, 1,50 für Billys Snack Number One aus Schweden. Und so sieht die Pizza aus. Man erkennt da nun wirklich nicht viel eigentlich drauf, so da ist eine richtige Käseschicht drüber gewesen und deswegen können wir auch nicht erkennen, was da drunter ist, aber scheiß drauf. Dazu gibt es zwei Bierchen und das Ganze muss in 10 Minuten vonstatten gehen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wie gesagt, wenn das nicht allzu heiß jetzt sein sollte, so und knusprig müsste es eigentlich auch sein und es ist lauwarm jetzt, eigentlich genau die beste Temperatur, um sich das reinzupfeifen. Und ja, meine Uhr habe ich hier vorne am Start. Ich stelle die aber jetzt wieder hier vorne hin, damit ihr die Zeit ein bisschen sehen könnt. Und dann mache ich die Bierchen auf. Und dazu gibt es ein bisschen was Musik, ein bisschen was Hardtrance habe ich rausgeholt. Hatten wir zwar schon ab und zu mal am Start. Ich glaube, dass es auch kaum noch Mucke gibt, so die ihr nicht kennt, die ich schon mal gemacht habe, aber scheiß drauf. Und danach werden wir erstmal die Pizza probieren. Und danach werde ich probieren, halt die Grabensteine mit der Pizza so schnell wie möglich zu polieren. Und ja, 10 Minuten habe ich dafür Zeit. Ich würde sagen, wir machen die Bierchen auf und dann legen wir los. Natürlich habe ich das jetzt so hingestellt, dass ihr es nicht sehen könnt. Ist mal wieder sehr schlau gewesen. Moment. Machen wir so. Und so. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich mag eigentlich, dass das viereckig ist und schön knusprig. Aber geschmacklich muss es halt stimmen und da kümmern wir uns ja drum jetzt. Ich werde einfach mit dem Daumen dann zeigen, ob es gut ist oder nicht. Thank you.
Bye.
Naja, das war ja wohl eine Sauerei jetzt hier, ne? Ey, was für eine Scheiße so. Ich denke meistens immer an alles und dann habe ich doch die Taschentücher vergessen. Leider muss ich niesen, aber die Nase, ihr kennt es ja, bei mir ist leider immer ein bisschen voll. Und ja, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. War auf jeden Fall nicht meine Absicht, aber naja, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. So, jetzt mal eben kurz zu dem Fazit. Billy's Snack Number One. Also wenn das die Nummer 1 ist, möchte ich nicht wissen, was die Nummer 2 ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das schlecht war, ne? Aber ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass es gut war. So, ich fand den Teig jetzt nicht dramatisch, man konnte ihn essen, ne? Man hat auf jeden Fall mehr Käse wie sonst irgendwas. Pepperonis, Fehlanzeige. Schweinefleisch, wo? Habe ich auf jeden Fall nicht gemerkt. Ich habe gemerkt, dass da Tomatensoße drauf ist und halt Käse, ne? Das Problem an der ganzen Geschichte hierbei ist jetzt nur, das Ding schmeckt einfach nach gar nichts. Es schmeckt einfach nach nichts. Du isst es, du merkst, du hast Brot im Maul, du merkst Käse. Und selbst der Käse schmeckt nach nichts. Also für Leute, die sagen, ey, bitte tu mir kein Salz oder Pfeffer in die Nudeln oder arbeite am besten überhaupt nicht mit Salz und Pfeffer, für die ist das hier genau das Richtige. Aber wenn du Leute hast, die sagen, ey, bitte tu mir mal ein bisschen Salz wenigstens dabei, damit du ein bisschen Geschmack hast oder vielleicht sogar ein bisschen Pfeffer, von mir aus auch ein paar Krümel Oregano oder was weiß ich was, dann bist du natürlich mit dem Ding hier nicht unbedingt auf der Gewinnerstraße, wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten nicht schlecht, wenn ihr jetzt eine Schulnote dafür haben wollt, gebe ich dafür eine 3.
Denn man hätte ja ein bisschen was Salz noch drauf. Ja, ich wollte jetzt erstmal so probieren, wie das so ist. Man hätte da ein bisschen was Salz drauf tun können oder von mir aus auch ja, ein Stück Schinken oder irgendwas, was ein bisschen Power hat, wo man halt ein bisschen besser mit arbeiten kann. Dass das ein bisschen Geschmack hat. Von mir aus auch Maggi. Ein Liter Maggi da drauf. Könnte ein bisschen Geschmack haben dann. Ansonsten fand ich es jetzt, wie gesagt, nicht so schlecht. Vom Zucker habe ich auch nichts gemerkt, dass da Salz drin war. Ist auf jeden Fall ein Witz. Weißweinessig soll hier noch drin sein. Ich gucke gerade nur noch mal nach. Cayennepfeffer ist ja eigentlich auch nicht gerade das Mildeste, was es auf der Welt gibt. Habe ich auch nichts von gemerkt. Zwiebel auch nicht. Peperoni 5,5%. Ja, wenn du da schon Peperoni draufschreibst und Schweinefleisch ist da 71% drin. Obwohl, in welcher Form Schweinefleisch da drin war, weiß ich nicht. Schweinefleisch in Form von einer Salami, oder? Ja, man sieht ja nichts, der Käse war ja da drüber. Man sieht ja nichts, was es ist. Und da rumfummeln, so hat ja auch keiner Bock, um das genau zu kontrollieren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, kann man sich gönnen. Muss ein bisschen verfeinert werden, dann ist es bestimmt gut. Von mir aus auch mit Gratin-Käse noch zusätzlich drauf, damit das ein bisschen Dings ist, richtig käsig. Oder von mir aus auch Parmesan. So ein bisschen Parmesan drüber. Aber auf jeden Fall ein schöner Schinken da drauf. Schön drauflegen, schön Schinken. Vielleicht auch ein bisschen Rucola oder was weiß ich. Dann ein bisschen verfeinern, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Allerdings würde ich auf gar keinen Fall vorschlagen, so das Ding in der Mikrowelle zu machen. Nee. Ja, aus einer Challenge ist ein Food Review eigentlich geworden und wären wir sowieso verkackt. Es ist doch etwas mächtiger gewesen. Ich habe eben ein paar Pommes noch gegessen, so davor, weil ich hasse kalte Pommes. Und jemand hat hier ein paar Pommes mitgebracht mit einer Currywurst. Die Currywurst kann ich gleich noch essen, aber die Pommes musste ich gerade eben noch snacken. Vielleicht war deshalb mein Magen ein bisschen überfüllt. Aber wie gesagt, wenn das Ding hier nach nichts schmeckt, ist natürlich auch schäbig immer irgendwas zu essen, was nach nichts schmeckt. Naja, habe ich jetzt 20.000 Mal erzählt. Wie gesagt, für Leute oder meine Mutter zum Beispiel sagt ja auch immer, ey, ich mag das nicht, wenn das so salzig ist oder zu Dings. Für die ist das vielleicht ganz okay so. Für etwas ältere Leute, so die nicht ganz mehr so gewürzt haben wollen, ne? Für die ist das vielleicht in Ordnung. Für uns noch etwas jüngeren Leute, nö, ist das mir absolut zu fad. Fad ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür. Und was hier draufsteht, die Hälfte stimmt ja nicht. Trotzdem im Prinzip kein schlechter Snack, ne? Wenn du jetzt unterwegs bist oder so und hast nichts anderes oder du kommst aus der Wüste, kannst du das natürlich gerne mal essen. Aber ansonsten gibt aber übrigens noch drei andere Sorten davon, nicht nur Peperoni, noch irgendwas anderes. Vielleicht sind die ein bisschen was geschmacksintensiver. Könnte man eventuell nochmal ausprobieren, aber das überlege ich mir nochmal. So, Entschuldigung. Jetzt habe ich einen kleinen Knubbel im Hals. Eigentlich immer, aber egal. Ich bin dann erstmal wieder raus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. 25 Minuten haben wir auch jetzt voll gemacht. Was steht heute noch an? Wir haben 10:30. Ich werde probieren, jetzt gleich das Video dann hochzuladen, da einige Leute wissen wollen, was das ist. Und die können sich das dann angucken. Wie gesagt, könnt ihr euch holen, 1,50. Finde ich für so ein kleines Ding, was keinen Geschmack hat, auch ein bisschen teuer. Wenn du eine Salami so holst, hast du mehr von. Ja, aber es geht. Ich will es jetzt nicht kaputt reden, aber es geht. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Lasst mir einen Daumen, falls es euch gefallen haben sollte, oder abonniert mich für keine Folge von Sensei zu verpassen. Und schreibt was dazu, ob ihr den, ob ihr das kennt und ob das so gang und gäbe ist, so in Schweden, dass die Pizza da, oder dass da so Pizza gibt. Ich weiß es nicht. Gibt es da nur so Pizzas, wo man den Belag halt nicht sieht? Bei uns kommt ja die Pizza im Prinzip unten auf den Teig drauf und die Belege oben drauf. Da wird es anscheinend andersrum gemacht. Da tun die einfach irgendwas drauf und alles mit Käse überbacken, damit man nicht sieht, was drunter ist. Naja, keine Ahnung. Ich steck da nicht drin. Guck mal einfach mal die Tage, was wieder abgeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten und wir sehen uns demnächst wieder. Peace.